Ja, erstmal herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu Modul 3, passende Satellitendaten finden, Basiswissen-Datenportale. Das sagt auch schon, mit was wir uns heute beschäftigen, und zwar mit den Datenportalen, also mit der Frage, wie komme ich jetzt eigentlich an die Daten, über die wir in Modul 1 und 2 schon gesprochen haben. Damit starten wir jetzt in den Wissensbaustein 1 Datenportale. In dem ersten Wissensbaustein werden wir uns zwei Datenportale genauer anschauen mit ihren Funktionsweisen. Also ich werde euch zwei genauer zeigen und ihr werdet eins davon dann auch gleich ausprobieren. Ihr werdet in einem Datenportal eine Suche ausführen nach einer Sentinel-2-Szene und dann auch verschiedene Möglichkeiten der Visualisierung ausprobieren. Wir nutzen innerhalb der Schulung größtenteils oder fokussieren uns sehr auf Copernicus-Daten. Copernicus ist das Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union und liefert eben Daten für verschiedene Bereiche, also den Umweltschutz, zur Klimaüberwachung, zur Einschätzung von Naturkatastrophen und für andere wichtige gesellschaftliche Aufgaben. Und das Besondere ist eben, dass es sowohl satellitengestützte Erdbeobachtungsdaten sind, aber auch In-Situ-Daten. Also es ist wirklich ein sehr umfassendes Programm. Und was es zudem auch noch sehr besonders macht, ist, dass die Daten eben komplett kostenfrei sind und vollständig und offen für jeden zugänglich sind. Innerhalb des Copernicus-Programms gibt es die Sentinel-Flotte, das ist dann eben der Teil der satellitengestützten Erdbeobachtung. Und die Sentinel-Flotte umfasst momentan 6 Sentinels, von denen auch schon einige fliegen. Wir haben Sentinel-1, der Radarbilder liefert, das ist also ein Radarsatellit, vor allem für die Land- und Ozeanoberfläche. Wir haben Sentinel-2, den ihr auch schon kennengelernt habt, mit hochauflösenden Spektralbildern, der vor allem für die Landoberfläche genutzt wird, der eben seit 2015 Daten liefert. Sentinel-3 ist eher für die Bestimmung der Temperaturfarbe und des Pegels des Meeres, kann aber auch für die Oberflächentemperatur verwendet werden. Sentinel-4 ist für die Messung von Spurengasen in der Atmosphäre gedacht, der startet 2024 voraussichtlich. Sentinel-5 ist auch eher für atmosphärische Anwendungen, also der misst Spurengase und Aerosole der Atmosphäre. Da ist ein Vorgänger schon 2017 gestartet und der Sentinel-5, der richtige, der startet dann 2023. Und seit letztem Jahr fliegt auch Sentinel-6, der für die Messung des Meeresspiegels verwendet wird. Wie bei den letzten Modulen werden wir uns aber vor allem heute auf Sentinel-2 konzentrieren. Da hätte ich auch schon die erste offene Frage, die ich euch stellen würde, und zwar, welche Anwendungsfelder der optischen Fernerkundung ihr schon kennt. Ich habe auch einmal eine kurze Ideensammlung, aber vieles davon habt ihr tatsächlich auch schon genannt. Also Sentinel-2 wird ganz, ganz oft im Naturschutz verwendet, aber auch im Bereich Gewässer, im Bereich Naturgefahren, in der Landwirtschaft, auch im Bereich Wald und Klima und auch in der Planung. Also sowas wie zum Beispiel in der Energieplanung, das haben wir auch in Modul 1 mit dem kurzen Interview gesehen. Es gibt wirklich ganz, ganz viele Anwendungsgebiete, in denen man optische Satellitendaten nutzen kann. Bevor wir anfangen, ein kleiner Fun-Fact: Es gibt eine Sentinel-App, die heißt Copernicus Sentinel. Und falls ihr euch eben für die Copernicus Sentinels interessiert, kann das ganz interessant sein, da mal reinzuschauen. Man kann die Satelliten live verfolgen, also man kann quasi gucken, wo jetzt in dieser Minute der Sentinel 1, 2, 3 oder 5P, die schon gestartet sind, gerade ist. Und man kann auch die Aufnahmestreifen sich ansehen, also sowohl die bisherigen als auch die geplanten Aufnahmestreifen. Es gibt 3D-Modelle der Sentinels und was vielleicht auch sehr spannend ist, sind die Anwendungsbeispiele, die da gesammelt sind, die man sich auch anschauen kann. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema, zum Thema Datenportale. Und für jeden, der vielleicht schon mal gesucht hat nach einem Datenportal, dem ist vielleicht aufgefallen, wie viele verschiedene es gibt. Also das sind jetzt mal nur so ein paar, die uns im ersten Moment aufgefallen sind, als wir über Datenportale nachgedacht haben. Es gibt aber noch viele, viele mehr. Damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher ist, haben wir uns für 4 entschieden, auf die wir ein bisschen näher eingehen wollen. Und 2 davon, Code.de und den Sentinel Hub, werde ich euch auch gleich aktiv zeigen. Kurz im Vergleich, die 4. Es gibt, wie gesagt, Code.de, den Sentinel Hub,
den Copernicus Open Access Hub von der ESA, also das ESA-Datenportal und das Earth Explorer-Datenportal vom USGS. Die unterscheiden sich vor allem zuerst mal in der Sprache. Code.de als nationale Datenplattform ist komplett auf Deutsch. Der Sentinel Hub wird auch peu à peu auf viele verschiedene Sprachen übersetzt, unter anderem auch auf Deutsch. Allerdings gibt es da Bereiche, die noch nicht komplett auf Deutsch übersetzt sind. Das ist also ein bisschen so eine Mischung. Und die zwei Portale von der ESA und vom USGS sind natürlich komplett auf Englisch. Worin sie sich nicht unterscheiden, ist, dass eine Registrierung nötig ist, um alle Tools nutzen zu können und auch später, um Daten herunterzuladen. Also wenn man Daten herunterladen will, muss man sich bei allen vorher registriert haben. Das ist ein bisschen unterschiedlich bei der räumlichen Abdeckung. Code.de ist die nationale Datenplattform. Dadurch fokussiert es sich natürlich auf Deutschland. Der Sentinel Hub und das ESA-Datenportal fokussieren sich vor allem auf Europa. Und beim USGS in dem Datenportal gibt es auch globale Daten. In den Funktionen, das werden wir nachher noch ein bisschen genauer ansehen, unterscheiden sich die Datenportale auch ein bisschen. Also bei Code.de, was aus mehreren Teilen besteht, kann man sowohl suchen als auch die Daten herunterladen. Beim Sentinel Hub bietet sich vor allem das Suchen und Visualisieren von Daten an. Bei dem Datendownload, werden wir später nochmal drauf kommen, ist es ein bisschen anders als bei Code.de und den anderen Plattformen. Und die Datenplattformen der ESA und des USGS sind primär dafür da, wirklich Daten herunterzuladen. Also da kann man weniger visualisieren und sich durch die Daten klicken, sondern das ist tatsächlich eher zum Herunterladen der Daten. Wie ich gerade schon kurz erwähnt habe, werde ich jetzt auf zwei genauer eingehen, auf Code.de als nationale Plattform und auf den Sentinel Hub. Zuerst einmal würde ich euch gerne Code.de vorstellen, da insbesondere den IO-Browser. Zuerst einmal mal ein paar allgemeine Worte zu Code.de. Also Code.de steht für Copernicus Data and Exploitation Platform Deutschland und ist die nationale Datenplattform, die vom Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur gemeinsam mit der Raumfahrtagentur des DLR betrieben wird. Die ist für jeden zugänglich, aber ist eben insbesondere für Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand gedacht. Das heißt, wie ich das gerade schon erwähnt habe, ist Code.de in verschiedene Teile geteilt. Wir haben den IO-Browser, den wir uns gleich angucken werden, den IO-Finder und eine Cloud. Der IO-Browser ist dabei vor allem für das Suchen und Visualisieren von Daten gedacht, während der IO-Finder dann für den Datendownload gedacht ist. Das sehen wir nachher auch nochmal. Und die Cloud ist eben eine virtuelle Prozessierungsumgebung, wo man die Daten also nicht herunterladen muss, sondern direkt in der Cloud damit arbeiten kann und sie prozessieren kann. Und das ist eben ein kostenpflichtiger Dienst. Um diesen Dienst nutzen zu können und auch kostenpflichtige Daten nutzen zu können, braucht man Kontingente. Und diese Kontingente richten sich eben je nach Nutzergruppierung. Da sind eben dann Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand angesprochen, beziehungsweise auch Unterauftragnehmer der Behörden. Wir haben aber auch den Experten für Code.de gefragt. Das ist Michael Schmidt, der arbeitet bei der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR und ist Projektmanager von Code.de. Und da möchte ich euch jetzt gerne einen Ausschnitt des Interviews zeigen, was wir mit ihm geführt haben. Code.de ist eine Plattform, die vom BMVI finanziert wurde, vom Ministerium für Verkehr und Infrastruktur. Wir wollen mit Code.de die Möglichkeit schaffen, damit Nutzer, in dem Fall ganz besonders behördliche Nutzer, den Einstieg in die Satellitenfernerkundung ermöglicht bekommen und vereinfacht bekommen. Wir wollen möglichst viele Hürden wegnehmen. Und eine der größten Hürden, die wir wahrgenommen haben, war die IT-Infrastruktur. Also wollen wir mit der Plattform die Möglichkeit bereitstellen, damit möglichst viele Nutzer auf eine eigene Infrastruktur verzichten können. Das heißt, Nutzende müssen nicht die Daten selber runterladen, sondern gehen auf die Plattform und können da ihre eigenen Prozesse aufsetzen. Der IO-Browser ist für uns so der erste Schritt in das Datenportal. Man kann relativ einfach die Daten suchen, kriegt dann seine Suchergebnisse angezeigt. Also es ist bewusst so gemacht, dass es visuell ansprechen soll. Wie Herr Schmidt gerade schon gesagt hat, ist der IO-Browser eben so die erste Anlaufstelle, die vor allem für die schnelle Suche nach Daten geeignet ist, aber auch für die erste Visualisierung auf der Karte
und für erste Analysen, wie zum Beispiel einem Vegetationsindex. Den Code.de IO Browser möchte ich euch jetzt auch gerne zeigen. Das ist die Startseite, wenn man auf den IO Browser kommt. Und wichtig ist erstmal, dass man sich anmeldet. Das geht hier oben. Ich bin jetzt gerade schon angemeldet. Aber das ist eben wichtig, wenn man alle Funktionen nutzen möchte und dann später eben auch, wenn man Daten herunterladen möchte. Wir sehen hier links, dass ja, wir hier schon ein Suchfeld haben, wo wir zum einen die Kollektion angeben können, das heißt den Datensatz, in dem wir suchen möchten. Da gibt es zum einen eben Sentinel-Daten, aber auch Copernicus-Dienste. Das sind beispielsweise das Korean Land Cover oder auch ein hochaufgelöstes Mosaik. Es gibt Daten weiterer Missionen, das sind dann Landsat-Daten und Community-Beiträge, das ist Verschiedenes. Einmal in Cora, das sind Siedlungsflächendaten, Gebäudehöhen oder auch Mischungsanteile der Landbedeckung. Falls ihr bei irgendwas nicht genau wisst, was es ist, gibt es auch immer dieses Fragezeichen daneben, wo man sich dann immer einen kurzen Beschreibungstext anzeigen lassen kann, um was es in dem Datensatz geht. Wie ich vorhin gesagt habe, wollen wir uns jetzt hier in dem Beispiel auf Sentinel-2-Daten konzentrieren. Das heißt, ich suche jetzt hier mal nach Sentinel-2. Was die ganzen Abkürzungen hierhinter bedeuten, da werden wir später noch näher drauf eingehen. Jetzt gerade für unser Beispiel, für die Beispielsuche, könnt ihr einfach mal nach CentOCore-Daten suchen. Und womit ich meine Suche auch eingrenzen kann, ist natürlich die Wolkenbedeckung. Wir wissen, optische Satellitendaten haben leider den Nachteil, dass sie eben von der Wolkenbedeckung abhängig sind. Ich kann hier aber ganz schön mit dem Schieberegler einstellen, was für eine maximale Wolkenbedeckung ich in meiner Suche berücksichtigen möchte. Da gehe ich jetzt mal so circa auf 20%. Das ist immer ein ganz guter Startwert. Und ich kann den Zeitraum einstellen. Das ist voreingestellt immer für den letzten Monat. Aber ich kann es natürlich auch, indem ich hier reinklicke, so ändern, wie es für mich passt. Und jetzt ist natürlich auch wichtig, möchte ich natürlich über meinem Untersuchungsgebiet Daten suchen. Das kann ich, indem ich entweder die Karte verschiebe und einfach ranzoome an mein Feld oder ich den Ort suche, der für mich interessant ist. Ich nehme jetzt als Beispiel mal Karlsruhe und komme dann hier direkt auf das Gebiet und kann jetzt eben auf Suche klicken. Dann sucht das Portal eben alle Daten, die es findet für meine Sucheinstellung. Und ich sehe jetzt schon, wenn ich ein bisschen weiter raus scrolle, dass mir das Portal in diesen blau hinterlegten Kästchen anzeigt, über welchen Kacheln er Daten findet. Und ich sehe jetzt hier schon ganz schön, dass mein Untersuchungsgebiet, ich möchte ja gerne Karlsruhe anschauen, leider nicht gefunden wird. Das liegt wahrscheinlich daran, dass eben im letzten Monat kein Bild mit einer Wolkenbedeckung von weniger als 21% aufgenommen wurde. Das heißt, ich muss jetzt meinen Zeitraum ein bisschen anpassen und gehe mal bis in den September zurück und sage, er soll vom 1. September bis heute suchen und guckt dann nochmal, ob es vielleicht jetzt ein Bild gibt. Immer noch keins. Das ist komisch, gestern hatte ich noch eins. Ich gehe mal ein bisschen näher rein, damit er nur noch über dieser Fläche sucht. Vielleicht müsste er dann eigentlich eins finden. Wahrscheinlich waren das jetzt einfach ein paar zu viele Suchergebnisse auf einmal. Genau, jetzt sehe ich, dass hier meine Fläche in blau hinterlegt ist und wenn ich hier reinklicke, sehe ich alle Ergebnisse über dieser Kachel, die ich ausgewählt habe. Und ich sehe jetzt schon, dass am 6. September ein Bild aufgenommen wurde mit einer Wolkenbedeckung von 0,1%. Das ist natürlich ideal. Es gibt auch welche mit 11 und 17, aber ich entscheide mich jetzt für die mit der geringsten Wolkenbedeckung und kann jetzt hier über Anzeige mir das Bild direkt in meiner Karte anzeigen lassen. Bei Code.de darf man sich nicht wundern, das werdet ihr gleich sehen, genau, wenn sich das Bild aufbaut. Es sieht immer erstmal ziemlich grün aus. Das liegt einfach daran, dass Code.de direkt auf die Bandkombination für Landwirtschaft geht. Und da werden eben landwirtschaftliche Felder in grün angezeigt. Deswegen sieht es erstmal ziemlich grün aus. Wir können natürlich aber auch eben jetzt hier andere Bandkombinationen oder Indizes wählen. Und ich möchte jetzt mir erstmal das Bild als Echtfarbendarstellung anzeigen lassen, um es erstmal näher zu betrachten. Und ich kann aber, wie gesagt, auch einen Vegetationsindex mir anzeigen lassen oder auch verschiedene Bandkombinationen zu verschiedenen Themen. Jetzt sieht das Ganze schon etwas farblich so aus, wie ich mir das vorstelle. Das Schöne an dem Datenportal ist, dass ich mit einem Klick, wenn ich hier in diese Datumsspalte gehe,
mit einem Klick mir anschauen kann, wann noch Bilder aufgenommen wurde. Das heißt, wenn ich reinklicke und einen Moment warte, dann seht ihr jetzt, dass einige Tage grau hinterlegt sind. Und an diesen Tagen wurden auch Bilder aufgenommen. Das heißt, wenn ich da jetzt reinklicke, zum Beispiel auf den 11., dann zeigt mir das Datenportal eben das Bild vom 11. September an. Und da sehe ich jetzt schon, deswegen war das gerade in meiner Ergebnisliste natürlich nicht angezeigt. Das hat eine sehr hohe Wolkenbedeckung. Das heißt, ich gehe mal lieber zurück auf den 6. September. Aber man kann eben ganz schön mit einem Klick sehen, an welchen Tagen noch Daten aufgenommen worden sind. Ansonsten habe ich hier noch 4 Icons. Mit der Lupe kann ich immer wieder zurück auf meine Kachel zoomen. Wenn ich also mal irgendwie in der Karte verrutsche, kann ich dadurch immer wieder zurück zu meinem Bild, was ich gerade mir anzeigen lasse, zurückzoomen. Ich kann mir das Ganze auch speichern, indem ich auf diesen Pin drücke. Das heißt, wenn ich das jetzt mal tue, dann erscheint meine Pinnwand und das Bild, was ich mir gerade angezeigt habe, wird auf der Pinnwand gespeichert. Das wird auch, wie ihr seht, ich habe da schon mehrere, wird es auch bis zum nächsten Einloggen gespeichert. Das heißt, das sehe ich immer. Und dann habe ich noch das Auge, das kann ich nutzen, wenn ich meinen Layer ein- und ausblenden möchte. Das heißt, wenn ich was zum Beispiel in der Hintergrundkarte nochmal nachschauen möchte, kann ich das so relativ einfach einmal ausblenden. Und ich kann über dieses Pinselsymbol mein Bild etwas anpassen, indem ich die Helligkeit und den Kontrast anpasse. Das dauert jetzt wieder einen Moment, bis es sich aufgebaut hat. Ich kann aber vielleicht schon mal hier sagen, also ihr seht, hier kann ich schon das Bild herunterladen, aber wie man an dem Wort schon erkennt, da geht es wirklich nur um die Bilddatei. Das heißt, ich lade jetzt das Bild, was ich mir hier in der Karte anzeigen lasse, kann ich mir hier herunterladen, allerdings eben nur als JPEG-Datei. Das heißt, es ist kein georeferenziertes Bild, sondern wirklich nur eine JPEG-Datei. Genau, Datensatz herunterladen, da werden wir später drauf kommen. Da würde ich dann wirklich die ganze Sentinel-2-Kachel runterladen. Soweit zu Code.de oder zum IO-Browser von Code.de. Jetzt zum anderen Datenportal, was wir uns ein bisschen genauer anschauen werden. Das ist der Sentinel Hub bzw. der IO-Browser vom Sentinel Hub. Ich werde es jetzt im Folgenden Sentinel Hub nennen, einfach damit man es ein bisschen besser unterscheiden kann, weil beide Plattformen IO-Browser heißen. Der Sentinel Hub wird von der Geo-IT-Firma Synergize betrieben und ist eben auch eine Webplattform zum Durchsuchen, Visualisieren und Analysieren von Satellitenbildern. Der ist ähnlich aufgebaut wie der Code.de IO-Browser, bietet aber einige Tools mehr, die ich euch gleich noch zeigen werde. Aber vorher haben wir auch da ein kurzes Interview geführt mit einem Mitarbeiter von Synergize, Daniel Tix, der euch jetzt auch kurz was zum IO-Browser von Synergize oder vom Sentinel Hub erzählen wird. Der Browser ist einfach eine Web-App, die es einem ermöglicht, Satellitenmissionen und die Daten, die in diesen Missionen aufgenommen wurden, zu durchsuchen und dann mit wenigen Klicks darzustellen auf einer Karte. Das Tolle daran ist, dass man als Nutzer sehr viele Möglichkeiten hat, diese Darstellung zu verändern und auf seinen Anwendungsfall anzupassen. Und wenn man dann zufrieden ist mit dieser Darstellung, wie es aussieht, kann man die Daten auch sehr einfach runterladen, um sie dann entweder irgendwo zu publizieren oder um sie in einem anderen Tool wie QGIS weiter zu bearbeiten. Und was für Anfänger ziemlich hilfreich ist, finde ich, sind unsere Highlights, wo wir zu verschiedenen Themen schon besonders interessante Orte und Zeiträume ausgewählt haben und wo man dann mit einem Klick zu einem Feuer oder einem schönen Gletscher kommt und dann kann man auch in diesem Highlight so ein bisschen was über diesen Ort und was man dann auf der Karte sieht lesen. Also der IO-Browser ist eben auch vor allem für die erste Visualisierung, das erste Suchen von Daten geeignet. Das gucken wir uns am besten einfach zusammen mal an. Auch hier ist es wichtig, gerade weil wir da jetzt ein paar Tools mehr nutzen wollen, dass wir uns am Anfang einmal einloggen. Wir hatten euch ja geschrieben, dass ihr am besten einen Code.de-Account macht, denn man sieht es hier unten, mit eurem Code.de-Account oder mit der Code.de-Registrierung könnt ihr euch auch beim Sentinel Hub einloggen. Das mache ich jetzt schon mal, damit wir auf jeden Fall alle Tools freigeschaltet haben. Auch wichtig ist, hier oben könnt ihr die Sprache einstellen. Ich hatte ja gerade gesagt, der Sentinel Hub versucht,
die Plattform auf möglichst viele Sprachen zu übersetzen, unter anderem eben auch auf Deutsch. Es sind noch nicht alle Bereiche übersetzt, das werden wir gleich sehen, aber größtenteils schon. Zu Anfang, was Herr Tix auch gerade gesagt hat, gibt es hier den Button oder den Tab Highlights. Da kann man aus verschiedenen Themen hier oben wählen und kann sich durch verschiedene Anwendungsbeispiele klicken. Also es gibt über Landwirtschaft, Überschwemmung und Dürren, Geologie, Gewässer, Schnee, Waldbrände, ganz verschiedene Themen. Um euch vielleicht nur kurz ein Beispiel zu nennen, wenn ich jetzt hier mal auf Ozean und Gewässer gehe, werden mir hier eben verschiedene Highlights angezeigt und ich kann immer über diese Pfeile mir einen Erklärungstext anzeigen lassen, der eben auf Englisch ist, weil es noch nicht komplett übersetzt wurde, der mir dann aber kurz anzeigt, worum es in dem Beispiel geht. Und wenn ich dann auf das Bild klicke, komme ich auch automatisch auf das Beispiel in meiner Karte. Und hier ist es jetzt die Gewässerqualität, wenn sie sich aufgebaut hat. Also der Index zeigt mir die Wassersedimentation und den Chlorophyllgehalt. Das nur kurz als Inspiration, was ihr euch vielleicht später mal anschauen könnt, eben einfach über diesen Entdecken, Highlights und dann könnt ihr verschiedene Themenbereiche durchscrollen. Damit wir jetzt wieder auf unseren Ursprung zurückkommen, gehe ich wieder auf Standard. Da habe ich dann zwar keine Highlights, die ich sehe, aber sehe in der Suche alle Datensätze, die verfügbar sind. Ähnlich aufgebaut wie zu code.de habe ich Sentinel-Daten, Landsat-Daten und noch ein paar mehr Sachen, die es bei code.de gerade im IO-Browser so nicht gab. Ich habe Envisat, Modis-Daten, Geländemodelle, Höhenmodelle. Auch hier habe ich verschiedene Copernicus-Dienste und zudem ProbaV und GIPS-Daten. In unserem Beispiel möchte ich jetzt mal nach Sentinel-2-Daten suchen. Hier muss ich vorher einmal kurz die erweiterte Suche anklicken mit diesem Schieberegler und kann dann auch hier die Wolkenbedeckung einstellen. Auch hier versuche ich mal so auf circa 20% zu gehen. Auch hier ist der Zeitraum wieder auf den letzten Monat eingestellt, voreingestellt. Und ich kann ihn aber selbst wählen. Und weil ich jetzt nochmal gleich nach meiner Szenesuche, die ich gerade schon gefunden habe, gehe ich mal wieder auf Anfang September und kann auch hier über die Ortssuche oben rechts nach meinem Ort suchen und komme da automatisch auf mein Untersuchungsgebiet. Beim IO-Browser vom Sentinel Hub kann ich zudem ein Polygon entweder zeichnen oder über ein Quadrat reinziehen oder auch eine vorhandene Datei hochladen. Und ich kann über eine Punktsuche gehen. Also ich kann mir auch über dieses Punktsymbol hier rechts einen Punkt in die Karte machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Karlsruhe wähle, dann mache ich meinen Punkt einfach hier und das Datenportal sucht dann um diesen Punkt herum Daten. Wenn ich da jetzt wieder auf Suche gehe, sieht das ähnlich aus wie gerade. Ich sehe, dass hier eine Kachel über meinem Untersuchungsgebiet liegt, kann da reinklicken und sehe dann, welche Bilder aufgenommen worden sind. Und hier erkenne ich dann auch schon diese kleinen Vorschaubilder und kann anhand dieser Vorschaubilder auch schon abschätzen, ob die Wolkenbedeckung über meinem Untersuchungsgebiet liegt oder mein Untersuchungsgebiet frei liegt. Ich nehme aber wieder meine 0,1 Wolkenbedeckungsszene, die mir Karlsruhe ja gut angezeigt hat. Und auch hier, für die, die im Modul 1 dabei waren, haben das schon mal gesehen, habe ich eben vorgefertigte Bandkombinationen und Indizes, wo ich mir auch wieder über die Pfeile eine kurze Erklärung anzeigen lassen kann. Ähnlich wie bei code.de gibt es auch hier die Pin-Funktion. Also auch hier kann ich mir die Szene pinnen, die dann automatisch auf meiner Pinwand, auf meiner Pin-Liste gespeichert wird. Auch hier kann ich Effekte und erweiterte Optionen anwählen. Also ich habe hier Kontrast und Helligkeit, wie ich das gerade bei code.de auch schon hatte. Und bei Sentinel Hub habe ich noch erweiterte RGB-Effekte, die ich einstellen kann, um eben mein Bild etwas zu verändern. Das braucht jetzt kurz, um sich wieder aufzubauen, aber ich habe es im Prinzip einfach nur mal Kontrast höher und die Helligkeit niedriger gestellt und kann da so eben so ein bisschen rumspielen, bis meine Visualisierung so ist, wie ich sie gerne haben möchte. Ganz schön beim Sentinel Hub ist, dass ich eine vergleichende Funktion habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf diese zwei Pfeile klicke, erkenne ich, dass hier oben an der 1 in meinem Vergleichen-Tab, dass diese Szene, die ich jetzt gerade hier habe, zu meinem Vergleich hinzugefügt worden sind. Und ich kann auch hier relativ einfach, wenn ich auf das Datum klicke, wieder erkennen, in grau hinterlegt, wann Aufnahmen gemacht worden sind über dem Gebiet
Und ich gehe jetzt einfach mal beispielsweise zurück in den Februar, stelle hier nochmal die Wolkenbedeckung ein, damit ich nicht gleich ein komplett wolkenbedecktes Bild habe und sehe, dass zum Beispiel am 13. Februar wohl eine Szene aufgenommen worden ist. Die gucke ich mir mal an und sehe, dass es schon sehr anders aussieht und kann die jetzt aber auch in meinen Vergleichen-Tab hinzufügen. Und wenn ich jetzt eben hier oben in den Vergleichen-Tab reinswitche, ist es ganz schön, weil sich beide Bilder jetzt aufbauen sollten und ich die dann direkt miteinander vergleichen kann. So, jetzt sehe ich, dass beide Bilder aufgebaut worden sind und kann jetzt hier in meinem oberen Bild beispielsweise mit dem Schieberegler wirklich einen direkten Vergleich ziehen. Und hier ist es natürlich ganz schön, das eine ist eine Schneeszene, das heißt, ich sehe, alles ist weiß, Karlsruhe ist im Schnee und die Aufnahme von September natürlich nicht. Und kann dann so eben ganz schön meine zwei Bilder direkt miteinander vergleichen. Es bietet sich eben vor allem an, wenn man zwei Zeitpunkte miteinander vergleicht, also beispielsweise zwei verschiedene Jahreszeiten, wie es jetzt hier der Fall ist, oder natürlich auch einen Bereich über verschiedene Jahre hinweg. Was ich gerade bei Code.de mit einer Lupe hatte, habe ich hier in diesem Symbol, dass ich einfach zurückgesetzt werde auf den Bereich meiner Kachel. Auch hier habe ich die Möglichkeit, mir das Bild ein- und auszublenden. Zudem habe ich bei Sentinel Hub die Möglichkeit, das Bild zu teilen. Also ich kann hier direkt über einen Link meine gefundene Szene teilen oder auch über verschiedene Dienste. Ich gehe mal jetzt zurück kurz auf mein September-Bild, damit wir jetzt nicht hier diesen Schnee vor Augen haben. Es ist kalt genug. Und zeige euch noch ein paar mehr Tools, die es so bei Code.de noch nicht gibt. Deswegen sind die ganz interessant im Sentinel Hub. Ich warte mal eben, bis meine Szene aufgebaut ist, so. Und kann jetzt hier bei diesen Symbolen unter anderem noch verschiedene Sachen machen. Ich kann beispielsweise mir eine Zeitreihe anzeigen lassen. Dafür gehe ich mal vielleicht hier in die Umgebung, wo ein paar mehr landwirtschaftliche Felder sind und möchte mir eine NDVI-Zeitreihe anzeigen lassen. Dafür muss ich natürlich erstmal ein NDVI-Bild generieren. Das heißt, ich gehe wieder auf den Pinsel und habe hier meine verschiedenen vorgefertigten Indizes, unter anderem eben den NDVI, den ich hier auswählen kann. Ich muss natürlich, um eine Zeitreihe zu generieren, das Polygon festlegen, in dem ich die Zeitreihe berechnen lassen will. Dafür gehe ich auf das Polygon-Symbol und wähle den Stift aus und kann jetzt hier eben ganz schön einfach meine Fläche einzeichnen, die mich interessiert. Wenn ich auf den letzten Punkt klicke, erstellt sich das Polygon. Ich sehe hier oben dann auch, wie groß mein gewähltes Polygon ist und sehe, dass sich dieses Zeichen hier aufgebaut hat, was sich statistische Informationen, spektrale Informationen im Zeitraum nennt. Und wenn ich da jetzt draufklicke, berechnet mir das Datenportal die Zeitreihe des NDVI für den letzten Monat. Ich mache das jetzt mal für ein Jahr. Das wird ein bisschen dauern, bis sich das aufgebaut hat. Aber daran erkennt man gleich zum einen ganz schön, wie die Wolkenbedeckung das beeinflussen kann. Die kann ich nämlich hier oben einstellen, auch wieder mit einem Schieberegler. Und ich sehe ganz schön die Veränderung meines NDVI über einem Jahr, wenn es funktioniert. Wahrscheinlich ist jetzt mein Rechner gerade ein bisschen überfordert mit so vielen Programmen offen. Wir können es aber sonst auch mal probieren, ob es vielleicht... Jetzt geht's gar nicht mehr. Ich versuche es nochmal. Sonst gucken wir es uns über einen Monat an. Das ist auch okay. Da sieht man auf jeden Fall auch die Veränderung über die Zeit. Ich versuche es mal mit 3 Monaten. Vielleicht klappt das besser. So, also ich sehe, dass jetzt erstmal die Zeitreihe relativ unterschiedlich ist. Also ich habe viele Ausreißer. Wenn ich jetzt allerdings hier über den Schieberegler meine Wolkenbedeckung anpasse, dann werdet ihr sehen, dass viele der Ausreißer auch direkt schon weg sind, je niedriger die Wolkenbedeckung ist. Und das liegt eben genau daran, dass ich bei den Aufnahmen eine Beeinflussung der Wolkenbedeckung habe. Das heißt, die Ausreißer, die jetzt hier bei 100% drin sind, waren wahrscheinlich Wolken, die eben da den NDVI beeinflusst haben. Und deswegen muss ich den natürlich
die Wolkenbedeckung ein bisschen geringer einstellen, damit ich eben zwar noch genug Daten habe, dass mir eine Zeitreihe angezeigt wird, aber ich nicht so viele Ausreißer drin habe. Und das würde man jetzt natürlich innerhalb eines Jahres besser sehen, aber ich sehe natürlich auch hier Veränderungen über die Zeit meines NDVIs. Ich kann dann immer auf die Punkte gehen, die mir eine Aufnahme anzeigen und habe hier auch direkt die statistischen Informationen des NDVIs. Also so kann ich ziemlich einfach, ziemlich schnell eine Zeitreihe erstellen im Sentinel-Hub. Genau, was auch ganz schön ist, wenn ich jetzt wieder beispielsweise auf eine Echtfarbendarstellung gehe, es geht aber auch mit anderen Bandkombinationen, ist, dass ich mir beim Sentinel-Hub ein Zeitraffer-GIF erstellen kann. Da werde ich jetzt nicht allzu genau drauf eingehen, weil wir werden uns in Modul 4 ein Zeitraffer-GIF erstellen mit dem Sentinel-Hub. Vielleicht nur so viel, es ist das Symbol dieses Filmschnitts hier und dann erscheint diese blaue Fläche und wenn ich auf das Play gehe, auf das Play-Symbol, habe ich hier eben verschiedene Auswahlen, um mir einen Zeitraffer zu erstellen. Ich kann den Zeitraum festlegen, ich kann das Ganze nach Monaten filtern, ich kann festlegen, wie viele Bilder ich haben möchte und kann mir dann so ein Zeitraffer-GIF erstellen. Was auch schön ist beim Sentinel-Hub, ist die 3D-Ansicht. Dafür gehe ich jetzt allerdings mal nach Tirol, weil einfach Karlsruhe nicht so viel Hügel zu bieten hat oder Berge zu bieten hat. Und gehe deswegen mal hier nach Österreich, um euch das zu visualisieren. Das ist eben eine 3D-Darstellung meiner Szene. Da wurde am 6. September wohl kein Bild aufgenommen. Das heißt, ich kann einfach wieder in meine Datumszeile klicken und sehe, dass beispielsweise am 5. September dafür ein Bild aufgenommen wurde, wo ich reinklicken kann. Und dann sollte sich jetzt gleich das Echtfarbenbild aufbauen. Genau, und ich sehe hier auch schon eine Berglandschaft. Und kann jetzt hier über das Symbol 3D, wenn ich da draufklicke, mir eine 3D-Ansicht generieren. Ich kann hier an der Seite meine Ansichten einstellen. Also ich habe hier ein Symbolfeld, wo ich die Position ändern kann. Und hier drunter kann ich eben quasi die Kameraposition anpassen. Also wenn ich da jetzt das verändere, sieht man es hoffentlich gleich, dass ich so ein bisschen die Position ändere, von der ich drauf schaue. Die Ansicht auf der Karte kann ich natürlich auch einfach durch Drücken und Ziehen mit der Maus verändern und auch das Zoomen kann ich wieder mit dem Mausrad oder eben hier mit der Toolbar. Und da sehe ich jetzt schon ganz schön diese 3D-Ansicht und kann auch hier über dieses Sonnensymbol beispielsweise mir die verschiedenen Sonnenstände anzeigen. Also wir sehen jetzt gerade im November ist es natürlich ein bisschen dunkler. Wenn ich jetzt zurück in den Sommer gehe, sieht man schon, dass es heller wird. Und natürlich auch, wenn ich die Uhrzeit anpasse, also kann ich von nachts direkt nach morgens und sehe dann immer, wo der Sonnenstand ist, beziehungsweise auch die Schattengebung an den Hängen. Vielleicht noch einen Hinweis, wenn es sich aufbaut. Ich kann, gerade zeigt er mir das nicht an, normalerweise kann ich unten auch ein Bild runterladen. Ich werde das nachher nochmal im Vergleich aufzeigen. Ich kann über den Sentinel-Hub auch Daten herunterladen, allerdings vor allem Bilddaten. Also ich kann auch meine Visualisierung, beispielsweise den NDVI, herunterladen. Auch georeferenziert. Ich weiß, warum es nicht anzeigt. Ich war falsch. Bei Code.de ist es unten. Beim Sentinel-Hub ist es hier an der Seite, dieses Symbol mit dem Bild, wo ich die Daten herunterladen kann und hier kann ich es eben als einfacher Bilddownload, also als JPEG-Datei, auch als hochauflösender Druck und als analytische Bilddatei. Das heißt, hier kann ich auch neben JPEG TIFF anwählen. Das heißt, ich kann es mir georeferenziert runterladen und habe dann meinen visualisierten NDVI oder auch andere Bandkombinationen oder Indizes direkt als georeferenziertes Bild, was ich mir beispielsweise bei QGIS einladen kann. Ich kann mir auch die Rohdaten auswählen. Da kann ich allerdings nur die einzelnen Bänder herunterladen. Also ich kann auch alle herunterladen, aber nicht die ganze Datei, wie wir es bei Code.de nachher sehen werden. Soweit zum Sentinel-Hub. Also wie gesagt, man kann hier einiges noch machen, was es bei Code.de noch nicht gibt. Ihr könnt euch jetzt einfach so mal selbst im IO-Browser von Code.de eine Sentinel-2-Aufnahme suchen. Ich würde empfehlen, dass man mal erstmal eine Wolkenbedeckung von kleiner gleich 20% etwa einstellt
und dann mal guckt, ob vielleicht im letzten Monat dann eine Aufnahme gemacht wurde oder auch nicht und dann eventuell eben nochmal die Wolkendeckung anpassen, könnt ihr über den ersten linkcode.de EU Browser auf das Portal kommen, einfach mit euren Einlogdaten einwählen. Dann sollst du vielleicht schon mal die ersten Ergebnisse anschauen. Super, dass ihr so viele schöne verschiedene Beispiele habt. Der zweite Link ist der zum Sentinel Hub EU Browser. Da könnt ihr auch gerne schon mal reinklicken und euch ein bisschen rumprobieren und einfach vielleicht da mal die Tools ausprobieren, die ich euch gerade gezeigt habe, die es bei code.de nicht gibt. Dann habt ihr auf jeden Fall auch noch was, was ihr ausprobieren könnt. Und dann können wir gleich einfach uns gemeinsam anschauen, was ihr so gefunden habt. Super, das erkennt man wirklich sehr schön. Ist auch ein gutes Beispiel, wie man dieses Vergleichstool nutzen kann. Das ist eben das Spannende beim Sentinel Hub, dass man sehr einfach sich eben sowas wie eine Zeitreihe generieren lassen kann, ohne die Daten herunterzuladen, ohne sie weiter zu verarbeiten. Und das sieht ja auch wirklich schon mal sehr gut aus. Also man erkennt das ja sehr klar, diese oder jahreszeitlichen Verläufe hier. Auch ein echt interessantes Beispiel. Also vielleicht würde man da auch noch mehr Veränderungen sehen, wenn man weiter in der Zeit zurückgeht. Also wie gesagt, Sentinel-2-Daten gehen ja zurück bis 2015. Also da kann man durchaus auch noch ein bisschen weiter zurückgehen und vielleicht dann noch größere Veränderungen sehen. Ja, auch ein super spannendes Beispiel. Vielen, vielen Dank. Ein gutes Beispiel und sehr schön, dass ihr alle so verschiedene Beispiele habt. So sieht man nochmal, was man alles damit machen kann. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen von den Datenportalen und findet euch jetzt schon mal ganz gut zurecht. Wir sind jetzt mit dem Wissensbaustein 1 durch und können dann gleich in Wissensbaustein 2 starten, wo wir uns anschauen werden, wie wir die Daten dann herunterladen und sie bei QGIS öffnen.